Herzlich willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Heute spielen wir Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir sollen den Anführer eliminieren, wenn's geht leise. Das machen wir. Eine Nachbarsinsel oder was? Ne, ist hier. Ich persönlich spiele lieber mit dieser Doppelklinge, aber mit den Schwertern hat man anscheinend, ich sag jetzt mal, mehr Power, ja. Darum nehme ich jetzt die Schwerter. So, das ist die Nachbarsinsel oder wo ist der? Jetzt muss ich auf die Karte schauen. Wo ist der? Was ist das da? Legendäres Schiff. Das muss doch hier sein. Das verstehe ich jetzt nicht. Geradeaus ist es, aber hier sehe ich nichts. Hä? Ich kann doch da nicht hinschwimmen jetzt. Ich muss mit dem Schiff hinschwimmen, ne? Weil zu Fuß ist das blöde. Schippern wir mal hin. Ja, weil zu Fuß ist das wirklich eine Qual. Da ist mein hübsches Schiffchen und wartet auf seinen Captain. Ahoi, Piraten. Ahoi, Piraten. Wie der geht, wie wenn er sich angemacht hätte, wenn er springt. So. Schippern wir dahin, da ist noch immer die Sperrzone. Aus der müssen wir raus. Aber ich befürchte, wenn ich da jetzt... na komm, geh rüber. Wenn ich da jetzt rüber schipper, dann werden uns diese Schiffe angreifen. Grundsätzlich ist mir ja egal, aber... Ich muss die dann zwangsweise versenken, ey. Weil wie soll ich denn sonst vorbeikommen? Wie viel sind's denn? Schauen wir mal anders. Ich muss doch jetzt sehen, wo das ist Ziel. Ich verstehe das nicht. Der Totenkopf, ich sehe ihn nicht. Ja, da drüben ist er. Alles klar. Na, da hätte ich nicht schwimmen brauchen. Ich sehe ihn deswegen nicht, weil er sich da versteckt. Kann man da irgendwie Schnellreise machen? Hier könnte man die Schnellreise machen. Das machen wir auch. So, und jetzt schippern wir zu unserem Ziel. Noch ein bisschen Sturm hier. Finde ich auch gut, dass er nicht immer doppelt lädt. Also wenn ich die Stadt lade, dann ist es immer ein bisschen ungut. Ja, dann muss ich raus und er lädt nochmal. Das nervt schon ein bisschen. Unnötige Ladezeiten halt, aber ist halt so. Ne? Hier haben wir nur einmal Laden brauchen, was ganz angenehm ist. Oh, da ist ein Sturm. Ein Gewitter auch noch und wir segeln auch noch rein. Naja. Aber unser Auftrag ist nun mal da vorne, also ist halt so. Oh, da ist schon wieder ein Sperrgebiet. Schauen wir mal, ist da eh nichts im Sperrgebiet? Ah, wir haben eine Schatzkarte hier. Hier ist der Auftrag und ja. Und hier ist ein Feindschiff. Aber nur ein Feindschiff. Das heißt, das machen wir einfach platt. Wo ist es denn? Das können wir aber auch in Ruhe lassen. Ich weiß nicht, ob es uns sieht. Wenn es uns sieht, müssen wir es platt machen. Da müssen wir jetzt einfach aufpassen. Sieht es uns, ist es dran, lässt es uns in Ruhe, lassen wir es auch in Ruhe. Ist ganz einfach. Boah, das ist aber ein gescheites Kriegsschiff. Wow, 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 wow. Ah, das wird sich rentieren, aber das lassen wir jetzt mal in Ruhe. Sieht es uns oder nicht?
Ich glaube schon, dass er uns sieht. Ja, wir verpissen uns lieber. Was denn? Ja, verstecken wir uns dahinter. Ja, ich will jetzt mit denen eigentlich nicht kämpfen. Ich will nur den Assassinenauftrag hier erledigen. Aber wenn er jetzt noch weiter unverschämt wird, dann ist er dran. Ach, wir versenken die jetzt einfach, mir reicht's. Solche Frechdechse. So. Versenken wir auch mit Mörser einfach. Und dann werden wir es entern. Oh, das wird Beute sein. Das wird Beute, Leute. Das wird eine Beute, eine schöne. Kommen wir da durch? Was? Ziel ist geflohen. LOL! Jetzt habe ich mich mit diesem Schiff beschäftigt und unser Ziel ist geflohen. Oh, what the fail. Aber das kann passieren. Hier kommen wir nicht durch. Dann muss ich drum herum segeln. Oh, so ein bisschen seicht hier, was ich hier mache. Wie komme ich denn hier überhaupt vorwärts? Das ist doch ein geiles Schiff hier. Das werden wir jetzt entern. So kann ich das jetzt nicht entern. So, den Aufenthaltsort des Assassinen. Ja, der ist jetzt woanders. Nee, er ist wieder da. Hä? Ich will das jetzt hier entern. Da explodiert's gewaltig. Wow, da gibt's einiges zum Kaputtmachen. Offiziere, Pulverfässer. Da müssen wir rüber jetzt. Das wird nicht gehen sonst anders. So. Komm, Edward, spreng dich. Einen nach dem anderen da abschlachten. Oh, oh, mein Freund. Aua! So, das gibt jetzt aber. So, der Dicke ist weg. Das ist ganz wichtig. Es ist schon ein schweres Schiff. Das sind viele, also eine große Mannschaft haben die. Da muss man aufpassen. So, wie mache ich das jetzt hin? Draufschießen oder was? Ja. Hey! Reiß dich mal zusammen hier. So, fünf Leute noch. So, haben wir auch. Haben wir auch. So, jetzt fehlt. Oh! Übersehen. 20 haben wir. Oh! Aua! Jetzt muss man aufpassen hier. So.
Jetzt wird's knapp hier. So, dann. Aua! Ich glaub. Ah, wir leben noch. Wir brauchen noch ein Pulverfass, und zwar das da. So, da schießen wir jetzt drauf. Wir haben's. Puh, das war knapp. So ein Riesenschiff. Aber ich bin mir sicher, dass sich das rentieren wird. Ich nehme mal Bekanntheitsgrad verringern, weil, ja, dann bin ich wieder, sagen wir mal, clean vom Gesucht-Level her. So, und jetzt. Jetzt werden wir unser Ziel eliminieren. Ich hoffe, der ist jetzt noch da. Alle ab! Abbaden! Da ist ein Fragment, aber gut, ist immer so, kann man schnell holen, wenn wir schon hier sind. Schatzkarte hier möchte ich auch haben. So, aber dann zack, zack, nicht, dass uns unser Ziel hier... Nicht, dass uns unser Ziel hier abhaut. Oh, das sieht doch noch einen coolen Schatz aus. So, hopp. Komm, Edward, beeil dich. Da drin muss er irgendwo sein. Da sind sie. Beeilen wir uns mal. Was ist hier los? Na, alles Feinde. Die Piraten befreien. Und, das Ziel aufspüren. Ja, aber wer ist das Ziel? Der? Nein. Egal, wir befreien die Piraten. Das halte von deinem Befehl, du Hund! Aua. Wow, 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 Bomben. Sag mal, Leute. So, nicht mit mir, meine Freunde. Ah! Säcke. Sehr viel leichter. Oh, wow, 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 aua! Jetzt habe ich nicht aufgepasst, Leute. Weg. Spreng dich selbst in die Luft. Da oben ist das Ziel, okay? Gut. So, das Ziel ist da oben. Er schießt auf mich, oder was? So, Hammer. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy Let's Play.
Tschüss.